sind Momente, die das Herz berühren. Es sind die Tage, die man nie vergisst. 100.000, die zusammenstehen, für die Freiheit auf die Straße gehen. Heute ist Abstand tabu. Wir stehen zusammen für die Freiheit, denn nur so hört man uns zu. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und das nimmt uns keiner weg. Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und das nimmt uns keiner weg, nimmt uns keiner weg. Wir stehen für Frieden auf der ganzen Welt. Wir sind nicht käuflich, schon gar nicht für Geld. 100.000, die zusammenstehen, für die Freiheit auf die Straße gehen. Heute sind Masken tabu. Wir stehen zusammen für die Freiheit. Schieben. 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 Hallo, ihr Lieben. Schönen guten Abend. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer heutigen Versammlung. Und heute möchte der Arndt ein paar Worte zu uns sagen. Und Arndt, bist du Stottler? Ich bin da, ja. Dann würde ich das Wort jetzt abgeben an Arndt. Ich habe hier noch was mitgebracht. So, hört ihr mich? Jawohl. Einen schönen guten Abend, Zeitz! Guten Abend! Hallo! Ich grüße euch mal auch persönlich wieder hier in unserer bekannten Runde der Friedensaktivisten von Zeitz, von Altenburg, von Weißenfels, von Hohenmelzen und den angrenzenden Regionen hier im Dreiländereck. Ich freue mich, dass ihr heute so zahlreich hier erschienen seid. Das letzte Mal, als wir hier zusammenstanden zu einer Friedensdemo, war anlässlich des 1. September, des Weltfriedenstages. Ihr könnt euch erinnern, es war einen Tag zuvor, ging veranstaltungstechnisch nicht anders. Zu diesem Tag waren hier in der Region mehrere Aktivitäten durchgeführt worden. Ich war danach am Sonntag, am Weltfriedenstag, zu einer dreiteiligen Veranstaltung im Remsdorf, ehemaligen KZ-Außenlager von Buchenwalder Gedenkstätte. Dort war ein Gedenkgottesdienst. Wir wurden dort begrüßt in der Kirche in Remsdorf mit dem Partisanenlied. Bella Ciao war ein ganz großartiges Ereignis. Ich war begeistert, auf der Orgel gespielt. Da waren ungefähr 50 Leute zugegen, fand ich ganz großartig. Danach, am nächsten Montag, war ich zu einer großen Friedensdemo in Weißenfels. Dort waren auch eine Menge Leute da, nicht so viel wie wir immer waren. Wir sind heute auch nicht so zahlreich, ihr könnt euch erinnern, zum Start dieses Jahres waren wir schon mal knapp 2000 Mann hier auf der Straße. Leider, warum, weiß ich nicht. Es gibt sicher verschiedene Gründe. Vor allem waren die Bauern hier aktiv dabei. Die sind noch auf den Feldern, die müssen noch
für unser Essen sorgen und haben noch genug zu tun. Aber die Zeit kommt wieder. Die Bauern haben uns versprochen, hier wieder mit aktiv zu sein für den Frieden und im Protest gegen diese unfähigen und gefährlichen Ampelleute und deren furchtbare Politik, die eine große Gefahr für unser Volk und unser Heimatland darstellen. Die Hoffnung habe ich, dass das Ganze dennoch gut ausgeht. Heute ist ein denkwürdiger Tag. Wir haben heute den 75. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist 75 Jahre her. Nun kann einer sagen, was er will, es gibt solche und solche Meinungen zu dieser Gesellschaft, zu diesem misslungenen Versuch, eine gerechtere Gesellschaftsordnung aufzubauen, eine, die nicht vorrangig an den Profit der Reichsten der Reichen orientiert war. Vielleicht kommen wir irgendwann auch in unserem Heimatland da wieder hin, aber im Moment ist da noch keine Abbildung am Horizont zu erkennen. Aber es ist würdig und ich meine, ich will euch jetzt nicht überraschen damit, aber ich sehe diesen Tag als Ausgangspunkt für eine kurze Darbietung. Kleinen Moment, habe ich mitgebracht. Ich muss nur kurz mal das Handy dazu anmachen. Kleinen Moment bitte. So, kleinen Moment. Geht los. Nämlich ein Lied. Wir sind ja alles Menschen. Und wir sind Menschen, die verbunden sind mit unserem Land, was unsere Familien, unsere Generationen vor uns aufgebaut haben. Und das ist, was ist das? Unsere Heimat. Und ich möchte euch hier unsere Heimat kurz mal als Lied offenbaren. Kleinen Moment bitte. Kleinen Moment, ist gleich soweit. So, jetzt. Hört ihr das? Dankeschön. Ich denke, das ist eine gute Erinnerung, die wir an unsere Heimat, an unser Heimatland, was wir hier aktiv erlebt haben, auch gerne haben können, die Erinnerung. Es ist heute noch ein zweiter Ereignistag, nämlich als die DDR gegründet wurde, vergingen noch genau weitere 3 Jahre und dann ist damals im Jahr 1952 am 7. Oktober der spätere und jetzige Präsident von Russland geboren worden. Putin hat heute seinen 72. Geburtstag. Damit ist er eine Waage. Wir gratulieren, oder ich zumindest, ihr an eurem Applaus merke ich auch.
Schleier Mam Zjewocharoschewe, Nochios Pechi. Das wird Ding. Viel, alles, alles Gute und viel Erfolg. War das auf Deutsch übersetzt. So, jetzt es waren nicht mehr alle im russischen Unterricht und sicher hat jeder das nicht bis heute in den Grundsätzen dieser Sprache bewahrt. Muss man auch nicht, aber ich finde es genau wie Englisch oder wer es kann, Spanisch, Französisch, Russisch auch eine sehr interessante Sprache. Jetzt habe ich die Gelegenheit bekommen, heute auch zur aktuellen Lage, nicht nur wegen diesen beiden Ereignissen, sondern, und deswegen sind wir vor allem hier, und da sind wir uns sicher alle einig, zusammengekommen, wegen dieser schlimmen Gefahr eines unmittelbaren Dritten Weltkrieges. Und um das zu verhindern, um alles zu tun, dass dieser nicht stattfindet, sind wir auch hier zusammengekommen. Jetzt werdet ihr euch fragen, ja, was soll's? Wir sind ja nur, na, sag ich mal, 50 Leute. Aber wenn in ganz Deutschland jede Woche an jedem Ort, in jeder Stadt 50, es gibt auch größere Orte und größere Städte, Hunderte, Tausende zusammenkommen, dann ist das möglich, was es hier schon mal in dieser Bundesrepublik gab und auch in unserer Ecke hier, dass es in den 60er Jahren viele große Friedensdemos, nämlich eine komplette, großartige Friedensbewegung gab. Und wenn sich hier breite Massen unseres Volkes daran beteiligen, dann haben wir damit die Chance, dass die da großen Leute oben in ihren Sesseln, diese Ampelleute und wie sie sich alle nennen mögen, diese Vasallen von sonst wem, endlich mal unser Gesicht zu sehen bekommen und spüren die Kraft des Volkes und den Willen des Volkes mehr wahrnehmen, nämlich durch die große Beteiligung während dieser Pandemie, die organisiert wurde, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, wo inzwischen bewiesen wurde, dass diese Impfung und auch zuvor die entwickelten Viren beides Biowaffen der NATO waren. Das ist inzwischen bestätigt an obersten Bundesgerichten in den USA. Das hat eine Reihe von Anwälten der ICIC, einer internationalen Organisation von Juristen in der ganzen Welt. 100 Juristen waren daran beteiligt, unter der Leitung von Dr. Rainer Füllmich, bekannt vielleicht als Gründer der Partei Die Basis. Er ist der inzwischen gefährlichste Mann für den tiefen Staat weltweit geworden, denn er hat jahrelang schon die größten Verbrecherkonzerne in dieser Welt juristisch bekämpft. Das ist in Deutschland, hier in unserem Vaterland, leider durch die gekaufte Justiz, was die ICIC, die internationale Organisation der Juristen in der Welt, bestätigt hat, dass Deutschland keine unabhängige Justiz mehr hat. Weiß nicht, ob es es schon mal hatte. Auf jeden Fall nicht hat. Aber deswegen hat er das in den USA gemacht. Und dort gibt es noch Regionen und Gerichte und verantwortungsvolle Juristen, die zu ihrem Auftrag stehen, nämlich Recht zu sprechen. Ihm, dem Dr. Füllmich, ist es dort gelungen, dass er Verbrecherkonzerne wie die Deutsche Bank, Verbrecherkonzerne wie VW, wie BMW mit diesen Abgasskandalen und so weiter vor Gericht gebracht hat und die mussten hunderte Milliarden Strafe zahlen. Das war ein wichtiger Schritt und ein
Schritt, der für diese Konzerne wehtat. Deswegen hat man in Deutschland beschlossen, diesem aufrichtigen Juristen das Handwerk zu legen und den tiefen Staat zu schützen. Er wurde durch ein Konzept, was inzwischen geleakt und über die ICIC, weltjuristische Organisation, an die Öffentlichkeit gebracht wurde und vor Gericht dort vorgelegt wurde als Beweis, wurde dort ein Konzept erarbeitet durch den deutschen Verfassungsschutz. Dort wurde dafür gesorgt, dass Dr. Rainer Füllmich seine Ausweise und seine Gattin ebenso bei einem Aufenthalt in Mexiko, ich sag mal in Anführungsstrichen, verloren hat. Einer der bedeutendsten Juristen der Welt verliert einfach mal so nebenbei seine Ausweispapiere. Okay, daraufhin musste er auf die deutsche Botschaft und Papiere neu beantragen. Kommen Sie in 2 Wochen wieder, natürlich. Die Frau hat die Papiere bekommen. Er wurde dort inhaftiert, wurde sichergestellt, wurde gefangen genommen, illegal, und wurde in ein Flugzeug gesteckt. Inzwischen wurde ein weiterer Teil der Konzeption des deutschen Verfassungsschutzes umgesetzt, die lautete, es müssen in Deutschland, um einen Haftbefehl auszustellen, Punkte geschaffen werden, wo eine Grundlage konstruiert wird, dass er inhaftiert werden kann. Das wurde getan durch Mitarbeiter dieses Corona-Ausschusses, die für den Verfassungsschutz tätig waren. Ist inzwischen alles belegt. Er wurde hierher gebracht, wurde in Frankfurt am Main von der Polizei entgegengenommen und ist seit Oktober in Untersuchungshaft. Das ist, weil nach deutschem Gesetz ist längstens die Haftdauer für eine Untersuchungshaft 6 Monate. Und die ist schon lange überfällig. Wie auch bei Ballweg, der war ja 9 Monate drinne. Dr. Rainer Füllmich ist schon länger drin. Er konnte nicht einmal zur Beerdigung seiner Mutter, die inzwischen verstorben war. Das nur dazu zur Situation hier des Zustandes, weil das auch mit dem Beispiel ist, ein Punkt, der unsere Gesellschaft, in der wir leben, unsere Heimat, den Zustand unseres Landes hier bestätigt. Es ist notwendig, dass wir eine breite Friedensbewegung auf die Beine bringen. Sonst wird hier nichts passieren. Es hat inzwischen von unserem Kanzler, dem Kanzler dieser Republik, es hat inzwischen vom Verteidigungsminister und ganz aktuell von einer Frau, wie heißt sie, Baerbock, die Ministerin im Außenamt ist für Deutschland tätig, Äußerung gegeben, selbstverständlich wird die Ukraine im Kampf gegen Russland Langstreckenwaffen bekommen und wir werden dafür sorgen, dass Russland vernichtet werden kann. Ja, viel Spaß auf die Gegenreaktion, Gottes Willen. Das ist der Punkt, wo inzwischen selbst der Ami, die USA, Zweifel hat, diesen Schritt zu gehen, weil inzwischen klar ist, dass Russland so aufgerüstet hat, so nachgerüstet hat, dass niemand in der Lage ist, unbescholten irgendwelche wirksamen Angriffe gegen Russland, dessen Existenz damit gefährdet würde, zu machen. Damit würde der Weltuntergang eingeleitet werden. Um Gottes Willen, das will, glaube ich, niemand. Und selbst diese Leute, die BlackRock zu den Repräsentanten des tiefen Staates gehören, die 90% des Bodens in der Ukraine sich angeeignet, gekauft oder erworben haben. Halleluja! So was ist ja wohl Wahnsinn.
die damit natürlich dann mit billigem Getreide aus der Ukraine auch unsere Bauern hier in der Existenz in den nächsten Jahren gefährden werden, wenn das so bleibt. Um Gottes Willen, das darf nicht sein. Wir haben noch viele, viele Themen, Ereignisse. Ich habe noch eins, das bitte ich auch mit zur Kenntnis zu nehmen, dass die Gefahr eben groß ist. Es hat vor über einer Woche, etwa 10 Tage her, der Verteidigungsminister von Estland, die drei baltischen Länder waren ja irgendwann mal zur Sowjetunion zugehörig und sind ja nach dem Verrat von Gorbatschow, der übrigens 88 im Sommer ein Geheimtreffen hatte mit den USA und BRD-Vertretern zusammen mit seinem Außenminister. Und diese 6 Leute haben sich getroffen im Mittelmeer im Sommer 88. Da war noch nichts von Wende zu hören, gar zu denken oder vorauszusehen. Im Sommer 88 auf einen Flugzeugträger der Amis getroffen. Und dort hat Gorbatschow angeboten, den Verrat des gesamten Territoriums der Warschauer Vertragsstaaten, Russland mit Sowjetunion und natürlich als Geschenk an die BRD die DDR zu verschenken. Das ist dort abgestimmt worden, dafür hat er 200 Millionen Dollar bekommen aus den USA. Kohl hat dafür 100 Millionen Dollar nochmal draufgelegt als Geschenk für ihn. Wie sagte man, wie heißt das in der Bibel, was war das für ein Lohn? Der Judaslohn war das. Und Gorbatschow hat vor vielen Jahren, bestimmt 10, 12 Jahre her, bei Lesung in der Universität in Istanbul und auch in den USA an Univorlesungen, Hörsäle waren da gefüllt, über sein Lebenswerk gesprochen. Und dort hat er sich briskiert und hat gesagt, ich habe mein Lebenswerk verwirklicht. Es bestand darin, den Kommunismus, die Sowjetunion und die gesamte Staatengemeinschaft zu vernichten. Der Grund für ihn war dafür, dass sein Vater von Stalin schlecht behandelt wurde. Das mag alles sein, aber dafür so was umzusetzen, ist natürlich alles bedenklich. Und damit hat er das angegeben und hat, da gibt es Videoaufzeichnungen dazu, das ist also kein Fake, das ist belegt. Und diese Fakten von dem Treffen, Geheimtreffen, wo übrigens auch damals schon im Sommer 88 die Währungsumstellung in der DDR noch zu DDR-Zeiten auf D-Mark beschlossen, abgesprochen, eingeleitet und alle Details dazu in die Wege gebracht wurden, installiert wurden. Eine Währungsunion dauert natürlich mindestens 1,5 bis 2 Jahre. Und wann war die Währungsunion? 1.7.90. Da gab es die DDR noch, zumindest offiziell. Und wir hatten dann eine ausländische Währung als Währung in unser Land bekommen. Ja. Das alles übrigens habe ich erfahren von einem ehemaligen Mitarbeiter, einem Freund von mir, der Klaus. Leider guckt er uns nur noch von ganz oben zu. Erfahren bei einem Besuch in der CSSR damals noch, in den Anfang 90er Jahren. Und der war Mitarbeiter in dieser sogenannten HVA, also Auslandsaufklärung. Damit ist bekannt, dass auch, oder ist davon auszugehen, dass der Erich Honecker damals auch das gewusst hat. Denn er wurde darüber informiert. Und deswegen war zum Schluss die Diskrepanz zwischen Gorbatschow und Honecker. Nur das so nebenbei, dass man das auch mit ins richtige Bild von der Geschichtskenntnis her bekommt. Ich möchte noch was sagen, auch zu
diesem war ich schon abgekommen, von Estland, von diesem Verteidigungsminister. Vor 10 Tagen hat er eine Erklärung abgegeben, dass gemeinsam die drei baltischen Staaten mit Unterstützung von Skandinavien, sind ja nun alle in der NATO, und von europäischen NATO-Staaten, die ihre Soldaten schon im Baltikum stationiert haben. Übrigens habe ich vorige Woche erfahren von einem Mitarbeiter einer Bundesbehörde, dass die Bundeswehr zurzeit im Baltikum 30.000 Soldaten stationiert hat, um Folgendes mit zu unterstützen, was der Verteidigungsminister dort kundgetan hat. Ob er sich verklappert hat, weiß ich nicht. Es ist in den Medien, in Zeitungen in England veröffentlicht worden und damit ging es dann in die Welt. Er hat es also in der Öffentlichkeit preisgegeben. Das Ziel besteht darin, in den nächsten Wochen, das kann also noch dieses Jahr werden oder Anfang nächstes Jahr, in den nächsten Wochen Entscheidungsschläge durchzuführen, Vernichtungsschläge, nämlich er hat dort angekündigt, Königsberg, sprich jetzt Kaliningrad, von der Landkarte verschwinden zu lassen. Weiterhin auch Kronberg, das ist ein großer Militärstützpunkt der Russen, vor Petersburg. Beide Orte, Regionen sind beabsichtigt durch die NATO in Kürze zu vernichten. Na, dankeschön, wenn das wirklich umgesetzt würde, das kann man sich nicht vorstellen. Und dagegen müssen wir wirklich breite Massen auf die Straße bringen. Schickt eure Kinder, eure Enkelkinder nicht in den Krieg. Keiner, wir sind Menschen und wir brauchen Frieden. Wir wollen keine Kriegstüchtigkeit. Wir wollen Frieden. Frieden und Freundschaft mit allen Völkern auf der ganzen Welt. Und niemand darf in Zukunft das Recht haben, dass irgendein Land das andere bevormundet. Das darf nicht sein. Wir brauchen Frieden, wir brauchen Sicherheit und eine ordentliche Zukunft für unsere Kinder, dass auch Geld in der Hand genommen wird, nicht für irgendwelche Ziele, um internationale Interessen von solchen hirngewaschenen Leuten durchzusetzen, sondern was für unsere Kinder zu tun, nämlich für unsere Kindergärten und für unsere Schulen, wo wir eine Menge Schulen haben in Deutschland, wo nicht einmal die Hälfte der Lehrer zur Verfügung steht und hier schon wieder von Direktoren und Schulämtern angewiesen wird, ein Homeschooling, also Heimunterricht, ohne Lehrer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Dummheit ist das Beste, womit hier, wenn sich Dummheit verbreitet in der Bevölkerung, am besten eine Regierung ihre Ziele umsetzen kann. Nehmt nicht an irgendwelchen Kriegen teil, haltet eure Kinder und Enkel zurück, keiner soll irgendwo eine Waffe anfassen und tut euch zusammen. Wir haben hier seit Ablauf des Frühjahrs, also seit ich damals die Leitung der Orga abgegeben hatte, haben wir ja hier leider nicht mehr jeden Montag die Montagsdemos. Es war eine Tradition hier in Zeitz, nahezu 5 Jahre tun wir das, dass wir hier zu Demos uns auf den Straßen befinden und haben eine Menge erreicht, auch von der Beteiligung mitunter. Und jetzt war Folgendes entstanden, es hat natürlich, ist das alles zu begrüßen, verschiedene Initiativen gegeben, wir machen Brückenleuchten. Es hat angefangen, Bianca, Dankeschön dafür, das war eine großartige Initiative, auf jeden Fall. Und das ist auch in die Breite getragen worden, es gab eine Ansteckung dafür oder davon, das geht jetzt auf der A9 weiter bei Treusig. Das ging weiter Rübischau und ist inzwischen
in ganz Ostdeutschland verbreitet, das Brückenleuchten, die Altenburger, Schmöllner, Leipziger, Magdeburger, das geht bis zu Berlin hoch, das geht bis sonst wohin, auch im Westen dieses Deutschlands ist das jetzt schon angefangen und das finde ich sehr gut, eine gute Aktivität. Auch die Kursos, die auch wieder von Bianca und Patrick im Wesentlichen organisiert wurden und von dem ganzen Team drumherum, wo wir viele, viele gute, aktive Reaktionen bekommen haben von der Bevölkerung hier im gesamten Landkreis, wo wir unterwegs waren. Danke dafür. Aber ich sehe auch eine Tendenz hier, dass sich da vieles verselbstständigt und in den einzelnen Gruppen hier ist meine Wahrnehmung, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, hier so eine Art Tunnelblick entstanden ist, wo nur in die Richtung eben das, das oder das geblickt wurde und das andere am Rande nicht mehr mit bedacht und in die Beachtung kam. Es ist wichtig, dass untereinander diese Aktivitäten, die großartig sind, aber abgestimmt und terminlich auch bekannt gegeben werden, sodass auch jeder rechtzeitig das weiß. Die Brückenleuchtenaktionen sind in der Regel donnerstags, mittlerweile auch freitags an verschiedenen Orten, ja. Aber das ist allen noch nicht bekannt. Ja. Auch die Kursos, dass sie zweimal im Monat stattfinden. Das muss alles immer noch einmal bitte publiziert werden und auch die Veranstaltung hier. Und ich bitte darum und ich bin der Meinung, das ist außerordentlich wichtig, wenn wir hier wie heute, wie zum Weltfriedenstag zusammenkommen, hier miteinander irgendwo auf dem Platz stehen, entweder hier oder unten auf dem Altmarkt. Wenn wir hier alle beieinander sind, die Friedensaktivisten, die Protestler gegen diese unfähige Kenntnisse, die wir erlangt haben, auch aktuelle Informationen, die wichtig sind, die wir nicht über die Röhre oder über den Bildschirm empfangen können, weil sie uns einfach, nicht, weil wir nicht darüber informiert werden. Und dass wir Dinge erfahren, dass die Wahrheit zu jedem Einzelnen findet. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich möchte hier die Rede beenden. Ich könnte noch so viel sagen. Da ist noch sehr, sehr viel. Auf jeden Fall. Der Überfall auf die Region Kurs und, und. Es sind inzwischen, dort ist bekannt, ein halbes Jahr bevor dieser Überfall auf die Region Kurs begann, unter Beteiligung von NATO-Soldaten, die Leute, die dort einmarschiert sind, übrigens waren das damals 30.000 Mann der ukrainischen Armee und NATO-Soldaten, die sind ein halbes Jahr lang in der BRD und in Großbritannien dazu ausgebildet und mit modernsten Waffen ausgestattet worden. Mittlerweile gab es eine zweite Etappe, die stückchenweise schon dorthin geschickt wurde. Noch einmal 30.000 Leute und insgesamt ist es dort den Russen gelungen, 20.000 dieser Soldaten zu vernichten. Das heißt, es haben ukrainische Soldaten, die dorthin geschickt wurden und NATO-Soldaten, die als Söldner dort zum Einsatz kamen. Denn die modernen Waffen dort können nicht von Ukrainern bedient werden. Das geht nur von NATO-Soldaten. Dazu ist man in der Kürze nicht in der Lage, dort in modernste Waffensysteme eingewiesen zu werden. Die haben alle auch ihr Leben verloren. Es ist schade um jeden Toten, egal wo. Na? So, jetzt möchte ich aber, wenn ihr gestattet, bevor wir uns auf die Beine und auf die Achsen begeben, mit euch gemeinsam noch die kleine weiße Friedenstaube singen. Okay. Arm zu uns, dass wir keinen Krieg haben wollen. Das will ja auch keiner.
Aber habt ihr schon mittlerweile mitgekriegt, dass jeder von euch den Krieg mit unterstützen tut? Ob es in der Ukraine ist oder ob es in Israel ist. Die Steuergelder, die ihr zahlen tut, die werden ja nur für die scheiß Waffen. Und da kann kein Frieden entstehen. Das ist eine Ansage. Ja, ganz kurz. Ich werde mal noch schnell, das hatte ich jetzt, weil ich ja eingesteckt habe, aus dem Blickfeld verloren, ganz kurz in Achtzeiler, vortragen. Wir haben es schon mal gehört auf dem Altmarkt, wer sich erinnert. Unser Enrico, dort steht er, der lange Kerl, seit 5 Jahren auf der Straße, nicht nur Kameramann von uns, wie ihr ihn jeder kennt, sondern auch ein Sänger, begnadeter Sänger, und auch ein Mann, der in Richtung Schriftstellertum tätig ist. Enrico hat mir erlaubt, heute eine Kurzrezitation vorzutragen. Er hat ein kleines Friedensgedicht geschrieben vor Monaten und hat das auch schon hier vorgetragen in unserer Stadt. Frieden. Tief aus deinem Herzen wie des Feuers Flamme rein soll Frieden dir erwachsen. Du sollst Friedensstifter sein. In Frieden stets zu leben soll dir Ansporn sein und Pflicht. Mit blutigem Geld- und Machtinteressen gewinnst du den Frieden nicht. So leg die Waffen nieder, strebe nach des Friedens hellem Licht, denn Frieden uns auf Erden bringen Waffen nicht. Großartiges Gedicht, danke Enrico. Zu meinem Abschluss möchte ich nun, das ist jetzt das Letzte, möchte ich nun, versprochen, möchte ich nun der Tradition, die wir eigentlich mal ausgesprochen haben, hier auf diesem Platz, am 20. Februar vor 2 Jahren, dass wir hier unsere Demos beginnen durch die Stadt mit dem Singen der kleinen weißen Friedenstaube von Erika Mertke. Erika Mertke ist schon 90, lebt noch und hat dies Jahr zum 1.9. in Nordhausen, in ihrer Heimatstadt, mit 4.000 Friedensaktivisten die kleine weiße Friedenstaube gesungen. Eine großartige Sache, finde ich. Ein großartiges Zeichen für den Frieden. Wir geben heute ein ebenso großartiges Zeichen, auch wenn wir nur 40, 50 Leute sind. So, kleine weiße Friedenstaube. Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land. Allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohl bekannt. Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es dir. Dass nie wieder Krieg, wir wollen Frieden, wollen wir. Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal. Bringe allen Menschen Frieden, grüß sie 1000 Mal. Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück. Kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück. Frieden schaffen! Ohne Waffen! Frieden schaffen! Ohne Waffen!
Waffen! Frieden schaffen! Ohne Waffen! Danke! Gut gesungen! Bitte! Ja, danke, lieber Arndt, für deine kämpferisch-emotionale Rede und für deinen Gesang. Applaus nochmal für Arndt. Ja. Jetzt möchte der Marcel noch mal ein paar Worte zu uns sagen und dann geht's endlich los, versprochen. Nabend. Moin. Es geht um ein regionales Problem in Zeitz. So, jetzt besser. Es geht um eine Familie, die hier in Zeitz wohnt. Diese Familie ist Familie geil. K. Das hast du gesagt, nicht ich. Ja. Ich wollte euch sensibilisieren wegen dieser Familie, weil die öfter mal Reifen zerstechen, Autos zerkratzen und unsere Gewehrte und Polizei, wir erwischen sie ja nicht. Und wenn wir sie nicht erwischen, dann kann man ja auch nichts machen dagegen. Ne? Ja, also wie gesagt, haltet die Augen vor allen Dingen auf wegen dieser Familie, die wohnt hier in Zeitz Ost. Aber mehr will ich dazu nicht sagen. Jedenfalls scheint es auch so, dass die beim Verfassungsschutz mittlerweile ist. Weil die können hier sich alles erlauben. Das wissen die auch und das machen die auch. Und denen passiert nichts. Da sind so einige Anzeigen gegen die und die werden wieder eingestellt. Oder halt, dann gibt es halt mal einen Brief, dann sollen sie mal Geld zahlen. Gegen eine Buße wird dann halt alles eingestellt an Geld. Anzeigen, die sind schon auf Bewährung, aber es interessiert keinen, es geht keiner davon ab von den beiden. Die klauen auch überall hier, die sind bekannt. Ja, also wie gesagt, passt ein bisschen auf, vor allem auf eure Autos, weil wenn ihr denen mal die Vorfahrt nehmt oder ein schlechtes Wort über den verliert, kann es sein, dass euer Auto das nächste ist. Mit Knüppel drauf. Schönen Abend noch. PKM. So, ihr Lieben, geht der Polizei folgen. Polizei, seid ihr stoppklar? Ja, gut. Die Demo ist nach dem Corso, also wenn wir wieder hier eintreffen, beendet. Ja? Gut. Und wo laufen wir lang? Achso, zwei Hinweise mal noch ganz kurz. Am 14. und am 28. Oktober ist wieder Autokorso. Der Beginn. 18 Uhr auf dem Altmarkt. Und am 4. November die nächste Friedensdemo. Genau, und am 4. November die nächste Friedensdemo. Genau. Auf dem Altmarkt und in Rigo. Geht in der Runde lang. Ja. Wir machen jetzt hier raus. Kleiner Straße. Hier. Ja. Die Geusen da runter. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf, kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen,
und manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren, wir halten durch und bleiben. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt. Deutschland, zeigt dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Fürchte dich Stichwort heißt Vertrauen.
Jeder einzelne von uns ist wichtig. Wir haben alle dasselbe Ziel. Wir wollen in Frieden leben und keinen Krieg erleben. Also nehmt euch an die Hand. Wir sind nur gemeinsam sind wir. Nur gemeinsam sind wir. Nur gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir, nur gemeinsam sind wir stark. Was ist unser Leben wert, wenn allein regiert das Schwert und die ganze Welt zerfällt in toten Sand? Aber das wird nicht geschehen, denn wir wollen nicht untergehen und so rufen wir durch unser deutsches Land. Go home, ami, ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei, solange du singst, wird Deutschland sein. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden ein Atom. Sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei, solange du singst, wird Deutschland sein. Clay und Chloe aus USA sind für die Etappe da. Sollen die German Boys verrecken in dem Sand? Noch sind hier die Waffen kalt, doch der Friede wird nicht bald. Hält nicht jeder schützend über ihn die Hand. Go home, ami, ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Ami, lern die Melodie von der Jungfrau Lorelei, die dort oben sitzt und kämmt ihr goldenes Haar. Wer den Kamm ihr bricht in zwei, bricht sich selbst das Knick dabei. Uralt ist das Märchen, traurig, aber wahr. Go home, ami, ami, go home. Lass in Ruhe den deutschen Strom. Denn für deinen Way of Life kriegst du uns ja doch nicht reif. Gruß von Lorchen Bon Plaisir, der Kamm bleibt hier. Ami, hör auf guten Rat, bleib auf deinem Längengrad, denn dein Marschall bringt uns zu viel Kriegsgefahr. Auch der Frieden fordert Kampf, setz die Kessel unter Dampf, Anker hoch, das Schiff ahoi, der Kurs ist klar. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag mit deinem Vater rein, rühr dich an dein Töchterlein, Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Ich bin nicht aus Fahrzeugen, ich bin nicht aus Fahrzeugen.
ohne Polizei. Ja. Sicherheit auch mal gewesen, wenn wir unten auf dem Altmarkt gewesen wären. Und weißt du, was vermerkt hat? Wenn die da... Ich bin mit der Bewegung. Kannst du mich mal? Gemacht unterwegs. Ah, du nimmst das, sorry. Thank you.
Gemacht unterwegs. Ah, nimmst du das? Sorry. Ich glaube nicht nur, wenn der...